Ja, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es wieder um Parkside und zwar für die Gartenfreunde unter euch. Aber ihr könnt das auch anders nutzen, zum Beispiel im Aquarium, sage ich gleich schon mal vorweg. Heute geht es um die Akku-Regenfasspumpe aus dem 20-Volt-Bereich oder X20-Volt-Team von Lidl. Heute geht es um die PRPA 20LI in der Ausführung A1 und ihr solltet jetzt nicht abschalten, wenn euch das Thema interessiert. Ja, von Parkside gibt es jetzt neue Pumpen auf dem Markt. Ich habe euch ja schon die 40 Volt Gartenpumpe vorgestellt. Wer das Video verpasst hat, das ist unten für euch nochmal verlinkt. Wer es ein bisschen kleiner mag, der kann hier sich mit dieser Regenfasspumpe vielleicht anfreunden. Die ist natürlich auch nur ungefähr halb so teuer. Vom Gewicht her sind die allerdings ähnlich. 2,5 Kilogramm müsst ihr da ungefähr mit bewegen. Ist ansonsten natürlich ein bisschen handlicher. Funktioniert ebenfalls mit den Akkus von Lidl. Ein Akku und ein Ladegerät ist hier allerdings nicht mit dabei. Aber ihr könnt dort alle X20 Volt Team Akkus verwenden, auch die Smart Akkus. Ob das natürlich Sinn macht, ist eine andere Frage. Ansonsten wisst ihr da sicherlich Bescheid und ihr habt auch sicherlich einige Akkus von diesem System zu Hause. Die maximale Fördermenge dieser Pumpe beträgt maximal 2000 Liter pro Stunde. Das ist schon eine ordentliche Leistung für so eine kleine Pumpe. Kosten tut sie etwa 55 Euro. Wie gesagt, ist unten für euch verlinkt und dort könnt ihr euch dann den tagesaktuellen Preis abrufen. Der maximale Druck beträgt 2 Bar. Die maximale Förderhöhe, das heißt, wenn ihr einen Schlauch anschließt, beträgt etwa 20 Meter. Je länger der Schlauch natürlich ist und je tiefer ihr die Pumpe dann auch irgendwie ins Wasser eintaucht, desto weniger Förderleistung habt ihr dann. Letztendlich müsst ihr das Ganze ausprobieren. Es kommt da auf sehr, sehr viele Faktoren dann. Auch zur Laufzeit kann ich jetzt hier gar keine Angaben machen, wie lange ihr mit einem Akku hier hinkommt. Aber grundsätzlich, um den Regenfass leer zu pumpen, habe ich da überhaupt gar keine Sorge drum, dass das auch mit einem Akku funktioniert. Wir haben einen Bewässerungstimer, das heißt, ihr könnt hier einen Bewässerungsschlauch, kennt ihr diese Schläuche, wo überall so kleine Löcher drin sind, anschließen und dann könnt ihr hier einen Timer einstellen, womit die Pumpe dann automatisch aus dem Regenfass in diesen Schlauch hinein befördert und ihr könnt diesen Bewässerungstimer dann 5 Minuten, 10 Minuten oder 15 Minuten laufen lassen. Die maximale Eintauchtiefe solltet ihr beachten, die liegt bei 1,8 Meter und das Wasser sollte auch nicht wärmer sein als 35 Grad. Die Stromversorgungskabellänge beträgt hier 2,5 Meter. Jetzt sagt ihr, das ist doch eine Akkupumpe. Ja, aber schaut mal, wie das hier aufgebaut ist. Der Akkubereich, diese Stromeinheit ist hier getrennt von der Pumpe. Ansonsten müsstet ihr den Akku ja mit eintauchen. Und das möchte Parkside hier nicht. Deswegen ist hier nochmal ein Kabel dazwischen. Aber nicht für die Steckdose, sondern das geht nur bis zu dieser Akkubox. So, dann schaut mal, ich habe jetzt einiges hier ausgepackt. Wir haben zum einen eine Bedienungsanleitung mit dabei, die könnt ihr euch dann schon mal durchlesen, wenn ihr jetzt hier diesen QR-Code scannt oder lidl-service.com eingibt, dann kommt ihr auf diese Anleitung. Ein Schlauch ist noch mit dabei, der ist allerdings nicht von bester Güte. Ihr seht, der ist schon so ein bisschen geknickt und diese Knicke, die kriegt man eigentlich auch ganz schlecht raus. Also kauft euch da nach Möglichkeit ein bisschen besseren. Ich kann euch ja auch mal was unten verlinken. Und wie ihr seht, ist das Ganze im Halbzollbereich gehalten und wir haben hier einen Klickadapter mit dabei und auf der anderen Seite haben wir einen solchen Anschluss. Und hier ist noch irgendwie was unter. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier ein Absperrhahn ist oder ähnliches. Auf jeden Fall habt ihr hier nochmal einen bisschen ein Stabilisator, dass das hier nicht abknickt, der Schlauch, was allerdings hier noch nicht ganz gelungen ist, denn an manchen Stellen ist er wie gesagt geknickt. Dann haben wir hier einiges an Befestigungsmaterialien, auch nochmal ein Schlauchadapter ist mit dabei, eine Dichtung ist hier noch mit drin. Dann haben wir hier die Akkubox als solche mit der Steuereinheit. Na, jetzt ist es verkehrt rum, sieht so aus. Da könnt ihr dann den Timer einstellen, wie gesagt, und ihr könnt hier auch dann sehen, wie eure Akkus oder euer Akku dann noch geladen ist und die Pumpe natürlich ein- und ausschalten. Die Akkus werden so eingesetzt, indem man das Ganze hier einmal hochklappt und dann aufmacht und dann hier den Akku einsetzt. Ich hätte es allerdings besser gefunden, wenn das Ganze hier eine bisschen bessere Abdichtung gehabt hätte. Hier ist eine kleine Gummidichtung rum, das ist bei der anderen Pumpe nicht so gewesen. Aber grundsätzlich wäre es natürlich sinnvoller, wenn man das nach unten hin aufmachen könnte und den Akku von unten dann einschieben könnte. Dann hätte man jetzt hier keine Probleme durch eindringendes Wasser, weil dieser Deckel vielleicht nicht schließt, sondern dann schließt er ja schon in sich und dann kann man das auf jeden Fall nicht vergessen und nicht offen stehen lassen. Und ansonsten glaube ich nicht, dass sie irgendwie noch, doch, könnte auch sein, doch, die haben da auch dran gedacht. Schaut mal, da ist noch ein Kontakt drin, so wie ich das sehe. Und der greift dann hier oben ein. Und das sieht mir hier so aus, als wenn hier ein Kontakt wäre, der dann tatsächlich sagt, Pumpe ein oder Pumpe nicht ein. Wir können ja mal einen Akku einstecken.
So, ich habe jetzt gleich mal den großen 4-Ampere-Stunden-Akku hier eingesetzt. Das funktioniert hier tadellos. Der große 8-Ampere wird hier sicherlich nicht reinpassen. Und es ist, wie wir vermutet haben, eben, wenn ich die Pumpe probiere, so einzuschalten, funktioniert hier gar nichts. Wenn das Ganze dann tatsächlich geschlossen ist, wird ein Kontakt geschlossen und die Pumpe lässt sich dann hier auch einschalten. Also auch daran wurde gedacht, ihr müsst also diese Box schließen. Ohne das funktioniert die Pumpe nicht. Die Pumpe sieht übrigens so aus, wird hier unten an diese Box angeschlossen und ansonsten sieht die hier recht handlich aus. Da wird sicherlich irgendwie noch so ein kleiner Schwimmer drin sein oder irgendwas. Auf jeden Fall rasselt es hier drin. Schwimmer macht eigentlich aber auch gar keinen Sinn. Oder? Macht hier ein Schwimmer Sinn? Ich weiß es nicht. Eben hat sie auch funktioniert. Schalten wir die mal ein, ob das irgendwie so eine Bewegungseinheit ist. Ne, ich denke, da wird irgendwas kaputt sein. Das hört sich auf jeden Fall nicht gesund an. Da wird irgendetwas. Da ist irgendwas kaputt. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob das bei euch auch so klackert. Eben hat das sich auf jeden Fall so angehört, als wenn die dann auch schleift. Also die ist auf jeden Fall defekt. Wir werden sie dennoch gleich mal ausprobieren. Und ihr habt gesehen, ich kann hier auf jeden Fall dann auch diesen kleinen Metallfilter abmachen, wenn ich das Ganze mal säubern möchte. Denn da fängt sich natürlich einiges an Unrat drin. Vielleicht mal ein Laubblatt oder irgendwie solche Sachen. Die können sich da drin verfangen. Und hier an der Seite kann ich dann meinen Schlauch anschließen und dann kann ich damit ganz einfach fördern. So, dann habe ich das Ganze jetzt mal betriebsbereit gemacht. Hier, das muss ich noch einmal abwickeln, aber hier oben habe ich schon den Adapter einmal drauf. Hier ist übrigens noch eine Einheit dafür da, um das Ganze an der Wand festzumachen. Natürlich nur diese Wallbox, wie man heutzutage sagt. Und da könnt ihr das dann zum Beispiel an der Gartenhütte festmachen, neben der Wasserpumpe irgendwie oder neben eurer Wassertonne, dann Regentonne, wie man auch sagen mag, könnt ihr das Ganze dann befestigen und dann habt ihr das immer irgendwie im Griff oder zumindest dann dafür da, wenn ihr das Ganze bewässern wollt. Und dieser Schlauch ist einfach dafür da, um das in der Tonne zu versenken. Wie gesagt, das wird nicht lange halten, meiner Ansicht nach. Da würde ich den Schlauch auf jeden Fall gegen einen besseren austauschen. Hier oben, diese Mimik ist einfach dafür da, das in diese Regentonne oben auf den Rand einzuhaken. Und hier könnt ihr dann das Wasser abnehmen, währenddessen ihr dann hier diesen Adapter mit dieser Pumpe koppelt. So, dann war ich jetzt mal mutig und habe das ganze Teil hier in der Tonne versenkt. Ihr seht, da unten ist es drin. Es ist nicht mehr viel Wasser drin, aber das zur Demo reicht noch hin. Schade ist halt, dass man das hier dann so machen muss. Ihr könntet dann ansonsten hier den Schlauch natürlich noch kürzen, je nachdem. Er ist halt ein bisschen zu lang. Ihr müsstet den dann komplett in der Tonne versenken. Und letztendlich habe ich jetzt hier einfach mal weggelassen, hier einen Schlauch anzuschließen. Jetzt können wir hier einfach mal einschalten. Ich gehe mal so ein bisschen weg, weil die pumpt dann gleich volle Pulle raus. Saugt auf jeden Fall an und das ist auf jeden Fall ein toller Strahl. Und hört mal, vom Geräuschpegel her ist es eigentlich auch ganz angenehm. Wenn ich jetzt hier ausschalte, dann hört es auch sofort auf mit dem Sprudeln und die fördert dann auch nicht noch irgendwie nach, dass dann irgendwie durch die Fliehkraft oder ihr kennt das ja, wenn man so einen Schlauch dann eben ansaugt, dann dass der dann weiterläuft oder wie auch immer. Das ist also hier nicht der Fall. Und ich denke mal, die Pumpenleistung reicht zum Bewässern auf jeden Fall super aus. Ja, schreibt mal in die Kommentare, ob die Pumpe auch etwas für euch wäre. Ich weiß, viele von euch haben auf diese Akkulösung auf jeden Fall gewartet. Da hatte ich schon ein paar Zuschriften. Schreibt mal, ob ihr mit der Pumpe zufrieden seid, so wie Lidl sie euch jetzt bereitstellt. Und ansonsten kann ich jetzt nicht mehr zu dieser Pumpe machen. Die fördert halt Wasser, das hat sie jetzt gemacht. Trotzdessen ist da drin ein bisschen verdächtig klappert, aber das werde ich dann weiter untersuchen. Schreibt fleißig in die Kommentare, wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen geklärt hat oder euch jetzt inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaltet und sage bis dahin,